Wahrscheinlich gibt es im Moment niemanden, der noch nicht von der Serie Squid Game gehört hat. Auf Wikipedia wird die als Dramaserie bezeichnet, aber einige Szenen der Serie sind schon ziemlich brutal. Es gibt ja auch viele andere Serien und Filme, die uns wirklich Angst machen oder durch Brutalität schocken und ziemlich erfolgreich sind. Woran liegt das eigentlich? Eigentlich doch ziemlich komisch. Menschen gucken gerne Filme oder Serien, die einem Angst machen. Dabei hat doch niemand gerne Angst. Oder etwa doch? Heute erfahrt ihr im Video drei Gründe, warum vor allem junge Menschen gerne Serien oder Filme gucken, die einen schocken oder einem Angst machen. Fangen wir an mit Punkt 1, Angstlust. Das Wort Angstlust gibt es wirklich und es beschreibt ein ziemlich spannendes psychologisches Phänomen. Und zwar die Gefühlslage, die entsteht, wenn man eine bedrückende Angstsituation erfolgreich überstanden hat. Das passiert zum Beispiel in Horrorfilmen. Eine typische Szene wäre, jemand sitzt ganz entspannt da und plötzlich taucht im Hintergrund eine gruselige Gestalt auf oder eine Tür fliegt plötzlich auf und man erschrickt sich beim Zuschauen natürlich total. Merkt aber dann relativ schnell, dass einem selbst eigentlich gar nichts passieren kann. Aber Achtung, Angstlust kann auch nach hinten losgehen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir manche Szenen aus Horrorfilmen, die ich als Teenie geguckt habe, immer noch in Erinnerung sind und manchmal auch wieder hochkommen. Kurzfristig kann das heißen, dass man zum Beispiel schlecht schlafen kann oder Angst auf dem dunklen Heimweg oder so hat. Ich kann zum Beispiel bis heute nicht wirklich entspannt an Waldrändern campen und ganz ehrlich, da hätte ich lieber damals auf die Gruselfilme verzichtet. Ein nächster Punkt ist, Grenzen austesten. Zu schauen, was man sich so zutraut, was man alles aushält und vielleicht auch so ein bisschen der Reiz, etwas Verbotenes zu machen. Ganz ehrlich, I get it. Dabei gehört es irgendwie auch dazu, dass man vielleicht mal an die eigenen Grenzen stößt oder wenn es nicht so gut läuft, sogar drüber hinausschießt. Aber Filme und Serien bekommen nicht umsonst von der FSK eine Altersfreigabe aufgedrückt. Ist ein Film zum Beispiel FSK 16, dann heißt es, dass er die Entwicklung von Menschen unter 16 Jahren beeinträchtigen kann. Das gleiche gilt für FSK 12 oder FSK 18. Das heißt nicht, dass es automatisch passiert, aber eben, dass es passieren kann und ganz oft ist es das Risiko einfach nicht wert. Wie schon gesagt, für mich hat sowas zum Beispiel Campen für immer versaut. Der letzte Grund passt da ganz gut dazu, denn solche Filme oder Serien schaut man ja oft nicht einfach so alleine. Squid Game war zum Beispiel ein Riesenhype. Es gab Halloween-Kostüme, super viele Memes, Insta-Reels und TikTok waren voll davon. Scheinbar hat wirklich jeder die Serie Squid Game gesehen, egal ob gerade 18 geworden oder in der 5. Klasse. Ein ganz großer Teil der Leute hat die Serie mit Sicherheit nicht gesehen, sondern vielleicht einen Trailer oder kleine Ausschnitte davon. Trotzdem tun dann alle so, als würden sie sich voll damit auskennen und so entsteht dann oft auch so eine Art Druck. Man denkt sich dann, naja, wenn das alle kennen, dann muss ich es ja irgendwie auch kennen. Wenn es alle gesehen haben, dann muss ich es irgendwie auch angucken. Das ist natürlich totaler Unsinn. Nur weil viele Leute etwas angeblich gemacht haben, heißt es noch lange nicht, dass man das selber auch machen muss. Wenn man nämlich merkt, hey, das ist nichts für mich, dann ist es immer die mutigere Entscheidung zu sagen, nee, da bin ich raus, anstatt aus Gruppenzwang mitzumachen. Ich muss zugeben, wenn ich alleine zu Hause bin und mir wird FSK 16 oder 18 eingeblendet, dann schalte ich immer sofort aus und zwar, obwohl ich alt genug bin, das eigentlich zu gucken. Aber ich habe einfach keine Lust, nicht richtig einschlafen zu können oder nachts von irgendwelchen brutalen Szenen zu träumen. Wenn ihr Lust habt auf was Brutales, und zwar auf was Brutal Gutes, dann solltet ihr vielleicht den Kanal Handysektor abonnieren.